Mahlzeit, Leute. Miltec Feldflasche mit Becher, top oder flop? Wenn ihr das wissen wollt, dann guckt zu oder bleibt dran. Muss immer mit. Ich habe mir vor 2 Jahren die Feldflasche mit Becher geholt von Miltec. 12 Euro, 11,99, 12,99, irgendwie so. Ich wollte noch eine zweite Feldflasche haben und ich wollte unbedingt eine mit Becher haben. Ich mag das amerikanische LCE, das Load Carry Equipment. Das hat hinten so Klipse, das kann ich dann schön an meine Koppel dran setzen. Richtig cool. Meine alte Feldflasche, die hatte noch das M56 Tragesystem, was ich direkt in die Lochkoppel packe. Und jetzt wollte ich eins mit den Alice-Klipsen. Ja, wie gesagt, habe ich mir die geholt. Hat vorne noch eine kleine Tasche für ein Feuerzeug oder Taschenmesser. Ist okay. Von der Verarbeitung eigentlich ist die Tasche ganz cool. Die hat auch wieder das Original. Inneren Fell. Wenn ich das nass mache, kühlt das schön die Feldflasche. Die Feldflasche hat kein 1 Liter, das sind 0,8. Das ist okay, wenn man es weiß. Der Becher da drin, habe ich mir erst keine Gedanken drüber gemacht. Das ist ein Aluminiumbecher. Gut, wenn man da jetzt nur raus trinkt, man Kaffee kocht oder so, ich glaube, dann ist das egal. Aber wenn man da richtig aktiv drin kochen möchte, ist halt Aluminium. Das ist eigentlich auch nicht das Schlimmste an dem System. Die nachgemachten Alice oder LCE Clips, davon bin ich enttäuscht. Die sind, das sehen, ja, sehr dünn. Wenn jemand das Original kennt, die sind einfach dicker, stabiler. Ja. Das war jetzt auch mein großes Problem, was ich damit hatte. Erste Tour damit, alles super. Getragen, viel gelaufen. Ende des Tages war die Flasche auch leer. Ich glaube, eine zweite Tour hatte ich die Tasche nicht dabei. Ja, und dann bei der dritten Tour. Habe ich auch nur noch einen von den Alice-Clipsen. Ist nicht so prickelnd. Also die Aufhängung hinten ist genau wie bei der US-Armee, bei dem Original. Nur die Clipsen sind kacke. Die Feldflasche benutze ich weiter. Ich habe mir mittlerweile noch einen Edelstahlbecher geholt und ich glaube für 3,50 Euro. Eine Originaltasche mit, gebraucht mit Originalklipsen, aber super in Ordnung aus einem Army Shop. Ja. Die Tasche an sich kann ich mal in Reserve benutzen, in Reserve halten, wenn von den Originalen mal eine kaputt geht. Also meine andere, die hat 20 Jahre gehalten. Habe ich Ende der 90er, Mitte der 90er gekauft. 25 Jahre. Ja. Wie gesagt, das größte Manko sind die billigen Klipse. Ja. Es ist halt richtig ätzend, wenn bei einer Tour einfach die Feldflasche vom Gürtel fällt. Ich hatte damals noch im Laden gefragt, was ist denn, wenn ich mal einen verlieren sollte, weil es kam mir schon sehr einfach vor. Aussage war, kann man ja dann mit Kabelbinder befestigen. Ich glaube, damals hätte ich dann schon sagen müssen, nee, du, lass mal.
Wie gesagt, die Feldflasche benutze ich weiter. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch Miltec Feldflaschen mit dem nachgemachten Alice-Clip? Habt ihr das gleiche Problem? Wenn ja, schreibt mir das doch unten bitte in die Kommentare. Im Großen und Ganzen hat mich das nicht überzeugt, weil das Wichtigste ist halt das Tragesystem von der Feldflasche. Ich will sie nicht im Rucksack haben, weil ganz häufig bin ich ohne Rucksack unterwegs. Also für mich ein Flop. So, das war's auch schon. Jetzt gibt's noch mal ein Stück Coca-Cola. Genießt den Tag. Macht's gut.